Liebe Trader, mit dem Italien-Referendum haben wir nach dem Brexit und der US-Wahl das dritte Ereignis in diesem Jahr, wo wir mit einer überdurchschnittlich hohen Volatilität rechnen können. Vorteil ganz klar, wir können uns wirklich gezielt darauf vorbereiten. Und wie diese Vorbereitung bei mir ausschaut, möchte ich jetzt zeigen. Wir haben diese zwei Szenarien. Szenario 1, Renzi gewinnt. Die Unsicherheit dürfte am Markt weichen, wir könnten eine entsprechende Erleichterungsrallye sehen und dafür gilt es sich natürlich vorzubereiten. Eine sehr komfortable Methode hierfür ist die Momentum Breakout Matrix mit entsprechenden Bullenaktien. Szenario 2, Renzi verliert, wir bekommen wirklich eine satte Marktpanik zur Eröffnung, das heißt Einzelaktien eröffnen mit einem Kursminus zwischen minus 10 und minus 15%, also quasi auch in dieser Intensität wie am Tag des Brexit. Und dort schaut man dann auch nach den größten Kursverlierern und natürlich auch bevorzugt man immer diese Aktien, wo eben keine unternehmensspezifisch negativen Nachrichten in den letzten Tagen vorgelegen haben, sondern wir haben diesen kranken Markt und wir haben diese gesunden Unternehmen, die überproportional davon in Mitleidenschaft gezogen werden, gerade auch morgens, wenn sich eine solche Marktpanik in der Eröffnung abzeichnet. Ein hoher Angebotsüberhang trifft auf dünne Geldseiten und da kann es bereits in der Vorbörse zu deutlichen Kursausreißern nach unten kommen. Und hier arbeite ich mit folgenden Tools, natürlich die Echtzeitkurslisten in Kombination mit der Spalte Abstand vom Hoch und dann Radarbox Scan mit den Kandidaten, die unter den Bollinger Bändern notieren, um das Ganze einfach besser einordnen zu können über die Tage, denn Bollinger Bänder sind ja auch mit der beste Gradmesser für Überverkauftheit. Beginnen wir mit Szenario 1. Ich gehe ins Trading Desk, verschaffe mir ein wenig Platz, öffne die Momentum Breakout Matrix, ja, und zeige einfach mal beispielhaft, welche Titel man auf jeden Fall für Montag im Auge behalten sollte, die weiterhin eine gute Figur machen, in Schlagweite zum Jahreshoch notieren und eben auch mit einem entsprechenden Eigenleben überzeugen. Hier hätten wir warten noch kurz, bis die Matrix vollständig geladen hat, aber erste Kandidaten, wir sehen, eine Deutz macht weiterhin einen sehr schönen Eindruck, schönes Konsolidierungsverhalten trotz des jüngsten Anstiegs hier, enge Range auf hohem Niveau. Wir haben eine Trägerwerk, ebenfalls schönes Konsolidierungsverhalten, intaktes Aufwärtsmomentum. Ja, ich könnte hierfür auch immer noch das Menavini Trend Template darstellen, mache ich auch immer sehr gerne. Wir haben eine Eckert und Ziegler nach dem jüngsten Pivotal Point. Hier ebenfalls, die Aktie macht weiterhin einen guten Eindruck. Wir hätten eine Etage tiefer. Eine Amadeus Fire, ja, wo ich sage, insgesamt hier über die letzten Tage und Wochen auch sehr schönes, markantes Konsolidierungsverhalten. Die Aktie könnte ebenfalls dann im Zuge einer Markterholung sofort weiter nach oben durchstarten. Wir haben eine Kiagen, ebenfalls hier intakte Aufwärtstrendstruktur. Was haben wir noch? Eine Basel im Nebenwertesegment, hier wunderschöne Basis im Big Picture. Ja, auch dieser Titel könnte dann wirklich durchstarten und diesen Big Picture Breakout vollziehen, dieses Kursverhalten, trotz auch heute jetzt oder bereits gestern in dieser Marktschwäche hat sich die Aktie wirklich bewährt. Auch hier eine sehr bullische Ausgangssituation. Ja, und abschließend, welche Titel sollte man noch auf der Watchlist haben? Abschließend vielleicht noch eine Longsys-Aktie. Ja, auch hier. Zuletzt Prognoseerhöhung für das Gesamtjahr, schönes Konsolidierungsverhalten hier in einer richtig schönen engen Range. Hier könnte man auch wiederum mit einer sogenannten Trend Continuation Line argumentieren. Das heißt ganz klar, alle Kandidaten bis zum Abstand 5% muss man wirklich prüfen, auf die Watchlist packen und dann je nach Szenario blitzschnell reagieren. Diese Aktien könnten sofort durchstarten im Zuge einer Markterholung und eben diese dann auch mit anführen. An dieser Stelle wiederholt sich die Geschichte an den Märkten immer wieder und diese Muster kann man eben immer wieder aufs Neue beobachten. Jetzt widmen wir uns Szenario 2, das heißt, wir müssen uns auf Rebounds vorbereiten. Basis hierfür ganz klar Deutschland TF Prime, wird auch Montagmorgen ab 8 Uhr so sein und im ersten Moment schaue ich hier gezielt nach entsprechenden Ausreißern in der Vorbörse, idealerweise in der Größenordnung minus 10 bis minus 15%. Dann kommt jetzt hier noch die Spalte Abstand vom Hoch hinzu und mit diesem Kriterium packe ich mir auch jetzt schon erste interessante Kandidaten
auf eine Watchlist. Hierfür mache ich mir eine neue Kursliste, Kursliste anlegen. Diese nenne ich Rebound minus Italien Referendum. Zack. Ja? Das heißt, mit der Momentum Breakout Matrix mache ich mir eine erste Watchlist mit Bullenaktien und ebenfalls jetzt hier eine Rebound Watchlist. Und hier packe ich mir jetzt zum Beispiel Werte drauf, wie eine Dialog. Ja, eine Dialog Semiconductor. Wir öffnen den Chart. Ich packe noch die Bollinger Bänder mit rein. Was können wir hier sehen? Dialog hat beispielsweise jetzt in den letzten 4 Tagen vom Hoch bereits 9% verloren und bei einer weiteren panikartigen Eröffnung in der Größenordnung minus 10, minus 15% wäre das ein erster Kandidat sofort für einen Rebound-Trade. Das heißt, eine Dialog packe ich mir drauf, eine Paragon, E-Mobility, ah, ich die Verlinkung noch. E-Mobility weiterhin ein heißes Thema am Markt. Hier muss man auch sagen, wenn solche Nebenwerte und Nebenwerte tendieren ja wirklich dazu, dass dort noch stärkere Übertreibungen stattfinden können. Hier Kursverluste in Richtung minus 12-15% wäre direkt auch eine Paragon wieder interessant. Ja, und so baue ich mir eine Watchlist mit interessanten Kandidaten zum einen, aber zum anderen werde ich dieses Kriterium montagmorgens auch direkt in der Kursliste haben, um einfach bessere Zusatzinformationen zu bekommen. Das heißt, ich sehe dann sofort den Ausreißer morgens, die Liste wird nach den größten Verliereraktien sortiert. Ich sehe dann aber auch sofort im Kontext eingeordnet, wie viel diese Titel bereits in den Vortagen verloren haben und das Ganze wird mir dann auch schon morgens ab 8 Uhr in Echtzeit entsprechend angezeigt. Und einen weiteren Scanner nehme ich mir noch zu Hilfe, und zwar Radarbox Scan. Und hier nehme ich unter Bollinger Bänder der beste oder mit einer der besten Gradmesser für eine Überverkauftheit, das Ganze auf Tagesbasis. Und hier muss man auch sagen, der große Vorteil von diesem Scanner ist, dass er auch bereits morgens ab 8 Uhr anschlägt. Ich kann mir auch hier die größten Ausreißer unterhalb den Bollinger Bänder absteigend anzeigen lassen. Ich sehe dann hier auch die prozentuale Entwicklung und hier haben wir zum Beispiel Werte wie eine Bechtle, wo man auch sagen muss, hier ist der Abverkauf bereits seit ja, Wochen intakt. Das Ganze geht jetzt, beschleunigt sich, es nimmt schon eine leichte Übertreibung an und wenn dann auch solche Werte am Montag hier in Richtung 80 Euro eröffnen sollten, wären das wirklich extrem interessante Rebound-Kandidaten. Bei dem Unternehmen hat sich unternehmensspezifisch bzw. nachrichtentechnisch in den letzten Wochen nämlich nichts zum Negativen verändert. Das heißt, auch eine Bechtle packe ich mir auf diese Kursliste. Und ganz wichtig, 2 Schritte, ja. Ich bereite mich mit einer Rebound-Watchlist gezielt vor. Es kann aber durchaus auch sein, dass entsprechende Kandidaten morgens schon so abgestraft werden, die ich einfach so noch nicht auf meiner Watchlist habe. Und deswegen arbeite ich hier mit diesen beiden Scannern zusätzlich, ja, um eben keinen starken Ausreißer zu verpassen. Fazit? Ich nehme kein Marktereignis vorweg, kann mich aber gezielt auf beide Szenarien vorbereiten, um dann auch blitzschnell reagieren zu können, und das ist gezielte Spekulation.